Medienmogul Rupert Murdoch steht heute britischen Parlamentariern zum Abhörskandal um die Wochenzeitung News of the World Rede und Antwort. Auch seine ehemalige Spitzenmanagerin Rebecca Brooks wird vernommen. Sean Hoare, der als erster auf die illegale Abhörpraxis der News of the World hinwies, ist gestern in seinem Haus nördlich von London tot aufgefunden worden. Die Polizei von Hertfordshire sprach von ungeklärten Todesumständen, es gebe jedoch keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Der Druck auf Premierminister David Cameron wächst. Cameron hatte lange an seinem Sprecher Andy Coulson festgehalten, der wegen der Affäre als Chefredakteur der News of the World zurücktrat. In einer Regierungserklärung will Cameron morgen seine engen Beziehungen zu Murdochs News Corp-Konzern erklären. Nachdem der Londoner Polizeipräsident und der Leiter der Antiterrorabteilung von Scotland Yard wegen bedenklicher Nähe zu einem früheren Redakteur der News of the World zurückgetreten sind, steht Cameron nun wegen seiner Nähe zu Murdochs Zeitungsimperium in der Schusslinie. In bislang nur 15 Monaten Amtszeit hatte er sich 26 Mal mit Führungskräften des Murdoch-Konzerns getroffen. Oppositionsführer Miliband legte Cameron den Rücktritt nahe.